Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder das Hit für euch. Frisch erholt und voller Energie spreche ich gern zu euch wieder. Und zwar, wie es die einen oder anderen wussten, ich war im Urlaub, ich war in der Türkei. Ich habe mir mal wieder schön die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und habe es mir gut gehen lassen, vor allen Dingen, was das Essen anging. Und wie ich das so in den letzten Jahren auch so gemacht habe, beziehungsweise bei den letzten Urlauben, wollte ich auch diesen Urlaub nicht verwehren und habe so ein kleines, niedliches Video für euch gemacht, ja, zum Anschauen, zum Gucken, sind ein paar Videos an sich dabei und ein paar Bilderchen, gar nicht viel auch, und will auch gar nicht so viel erzählen, wünsche euch viel Spaß dabei. Für diejenigen, die Lust drauf haben, sich das anzuschauen, schaut es euch an. Für die, die es nicht anschauen wollen, ist es für mich auch okay. Ist nur so ein kleines, ich wollte euch da so ein Stückchen mit dran teilhaben lassen. Und ja, ansonsten, ich bin jetzt wieder da. Videos, hoffe ich, soweit wie es passt, werden wieder wöchentlich für euch da sein. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und ganz, ganz große, schöne Ostern vor allen Dingen. Ach so, bei dem Video fangen wir erst so ein Stückchen mit dem Hotel an. Das sieht man dann kurz im Dunkeln, weil das ganz schick war. Ansonsten zeige ich euch da mal so einen kleinen, so einen Obststand, so einen Bazar, auch nur ganz kurz mit Gemüse, was echt super cool war. Ein, zwei Orte noch und dann ein paar Videos, ein paar Bilderchen dazu, und das war's dann auch schon. Wie gesagt, ich wünsche euch frohe Ostern, lasst es euch gut gehen, bis zu den nächsten Videos. Euer Sid. Hier mal so einen kleinen Ausschnitt. Ja, es ist auf dem Handy nicht so gut aufzufassen, aber glaubt mir, hier kommt ordentlich was runter. Das ist wirklich heftig. Das hat extrem geschallert. Vielleicht könnt ihr es ja ein bisschen hören. Ist echt Wahnsinn. Wir werden trotzdem versuchen, jetzt nach Alanya zu fahren, aber ja, es ist schon echt heftig. Krass, krass, krass. Na dann. Hallo ihr Lieben, ich bin gerade von da oben runter geklettert, ziemlich hoch, und mich gerade den Weg von hier unten, von der Küste, nach hier oben gewagt und versuche mir jetzt hier weiter den Weg zu bahnen, so gut wie es geht. Wollte eigentlich da hinten durch. Ja, ich habe mir eigentlich gedacht, ach, warum ein Video machen, aber ja, wie das halt so ist, fand es irgendwie doch ganz cool. Ich habe schon super viel erlebt, echt viel gemacht, und gedacht, man behält alles so in Erinnerung, aber irgendwie fand ich dann ein Video doch irgendwie ganz geil, und ihr wisst ja, wie sehr ich das liebe, einfach auch nur so durch die Natur zu laufen. Wobei man hier sagen muss, ich bin jetzt gerade in Siede und hier ist es schon industrialisiert, kann man es jetzt nicht sagen, aber man merkt auf jeden Fall, dass es hier sehr tourismuslastig ist. Also im Vergleich zu, schaut euch das mal an, für euch sieht das vielleicht nicht schön aus, aber ich liebe sowas. Ich liebe es einfach. Das ist echt geil. Ich könnte hier stundenlang rumlaufen. Da drüben, das sieht ein Stückchen aus so wie Ruinen. Ich weiß nicht, ob man die von da hinten erkennen kann. Echt super geil. Und auf jeden Fall werde ich den Weg, da ist eine Katze. Ich dachte schon erst, es wäre was anderes. Das sah aber nach einer ziemlich hübschen Katze auch aus. Mich irgendwas gestochen. Ja, na gut, hier sind Autos. Das ist das, was ich meine. Ich werde mal versuchen, hier oben in die Erhöhung zu kommen. Und dann habt ihr vielleicht nochmal einen schöneren Blick. Die Mieze, keine Angst, ich will dich nicht jagen.
da oben jetzt glaube ich gar nicht hinkommen. Jedenfalls nicht mit dem Handy. Ja, wie man sieht, das ist echt schön. Ich versuche mal hier hoch zu klettern. Ich werde euch mal kurz den Mund nehmen. Das wird nichts. Da ist mir die Gefahr zu groß, dass das Handy runterfällt. Aber ich halte mal so ein bisschen hier von der Seite. Dann könnt ihr das sehen. Das ist echt schön. Das ist echt schön hier. Und ich werde mich mal weiter meinen Weg bahnen. So, ich wünsche euch was. Das war ein kurzer Einblick von meinem Urlaub. Und ja, bis dahin. Hab euch lieb. Ciao. Oh, voll geil, Mann. Richtig krasses Wetter. Es war noch nie so leer am Strand, aber es einfach war übelst geil. Übelst fett. Ich liebe das hier. Ich glaube, ich werde so ans Wasser gehen. Ich habe da nicht Lust drauf. Ja. Heute letzter Tag und ich werde auf jeden Fall versuchen, hier hochzulaufen. Sieht vielleicht nicht so groß aus, ist aber riesengroß und extrem steil. Aber ich habe schon die nötige Ausrüstung und Lust dabei. Ich werde versuchen, mal so hoch wie es geht irgendwie hochzukommen und zu klettern. Mal sehen, ob es klappt. Ich wünsche dir Glück und sehr, sehr geil. Genießt mal kurz den Ausblick. Bis dann. Eigentlich wollte ich gerade euch das nicht zwar zeigen, aber ich habe mir gedacht, egal, ich habe einen kleinen Weg gefunden. Ich bin jetzt gerade auch schon auf der Rücktour und laufe hier quasi an den Klippen entlang. Nichts als nackter Fels. Wahnsinn. Der die Klippen umschließt. Ist gut was los. Und ich fasste mich, zum Glück ist jetzt hier gerade so ein kleiner Weg, fasste ich mich hier so ein Stückchen entlang. Könnte sicherlich da oben auch lang gehen. Ja, ich wollte euch das einfach mal zeigen. Diesen Ausblick. Ich war noch ziemlich weit hinten, vielleicht kann ich euch das von hier sogar zeigen. Das ist echt einfach nur berauschend, wie schön das Ganze hier ist. Ich habe, was die Natur alles so für uns parat hat. Ich war ungefähr da hinten, das kann man es leider nicht erkennen. Ziemlich da in so eine Einbuchtung, aber wie so eine kleine Bucht dann, auch sehr, sehr schön. Und ab dort habe ich dann gesagt, okay, zurück, ich hatte jetzt noch nicht so viel Zeit. Ich wollte nicht, dass ich meine Mitmenschen hier noch Sorgen machen. Und ich habe dummerweise auch kein Wasser mitgenommen. Und das ist dadurch, ja, muss man aufpassen, wegen dehydrieren. Da hätte ich vorher dran, ich habe zwar ein bisschen was getrunken vorher, aber da hätte man vorher ruhig dran denken können. Das ziemlich nachlässig gewesen, aber geht schon alles. Aber man merkt die Konzentration schon nachlässig. Das ist echt Wahnsinn. Okay, ich werde jetzt mal weiterlaufen und ich wünsche euch auf jeden Fall was. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen, so einen kleinen Einblick und konntet an meinem Urlaub etwas teilhaben. Bis dann, freut euch auf die Videos und Bilder. Ciao!